Learning ist in der Regel als ein, ja, ist Teil der pädagogischen Infrastruktur in den Schulen implementiert. Das kann man sich so vorstellen wie die Verlängerung des Schulgebäudes ins Internet. Das heißt, Angebote, die sonst in der Schule vielleicht per E-Mail oder per Aushang kommuniziert werden, können halt direkt an einer Stelle über die Plattform kommuniziert werden. Jeder Schüler, jeder Lehrer hat seinen eigenen Zugang und kann dann halt gezielt seine Angebote, die für ihn vorbereitet sind, mit aufbauen. Das heißt, so konkret könnte ein Schüler beispielsweise für sein Unterrichtsfach Mathematik Klasse 8 halt die entsprechenden Inhalte dort finden, die im Unterricht besprochen werden. Es kann die Kommunikation, die im Unterricht stattfindet, über die Plattform unterstützt werden. Es können Hausaufgaben bereitgestellt werden. Es kann eine Zuvor- und Nachbereitung genutzt werden oder halt auch direkt im Unterricht. Wir sind eine Pilotschule und machen Bring Your Own Device sozusagen. Das heißt, die Schüler bringen ihre Geräte mit in die Schule und dann haben sie das Gerät da und dann brauchen wir etwas, was eine zentrale Funktion hat, von wo wir aus weiterarbeiten können. Das ist It's Learning, das ist die Lernplattform. Da locken sich alle Kinder ein und von dort aus gibt es die einzelnen Hausaufgaben, Aufgaben im Unterricht, ist sozusagen auf der Softwarebasis das Tool, womit dann die Schüler die ganze Zeit im Unterricht arbeiten. Aus Baden-Württemberg. Wir haben eine neue Schulform, das sind die Gemeinschaftsschulen. Und das sind im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten, heterogene Lerngruppen. Also Klassen, die einfach von der Leistung unterschiedlich sind. Und da macht es bei der Individualisierung des Lernens sehr viel Sinn, mit einer digitalen Plattform zu arbeiten. Und da ist jetzt Learning eigentlich genial.